und ich war heute im Workshop Willkommen, Migration. Ja, da geht es vor allem um das Thema Refugees are welcome. Ich heiße Michael. Und er rennt voll ins Bild. Gut. Ja. Mein Name ist Mona Mo. Und ich war heute bei einem Workshop Jungsein in MV. Und was hast du da gemacht? Zum einen haben wir halt geguckt, welche Themen uns wirklich interessieren, uns als Jugendliche. Haben wir ganz breit ein paar Themen aufgestellt. Besonders haben wir uns dann halt spezialisiert auf Freizeit, Bildung, Politik und Arbeit. Und dazu haben wir halt unsere Arbeit, wie es der Ist-Zustand ist, haben wir positive und negative Aspekte genannt, was wir für Wünsche haben. Und wir haben auch schon mal geguckt, wie können wir uns selbst engagieren, damit das auch alles geändert wird oder beziehungsweise unsere Wünsche umgesetzt werden. In welchen Themen hast du heute teilgenommen? Also wir haben das so gemacht, dass wir eigentlich über jedes Thema gesprochen haben in kleinen Gruppen. Aber ich persönlich fand das Thema Politik sehr interessant und Bildung und deswegen habe ich da auch mich mehr so engagiert. Und du, Jen? Ja, wie schon gesagt, ich war halt bei Migration im Thema und uns ging es halt vor allem darum, was bedeutet Integration überhaupt an sich und wie kann man das erreichen? Weil größtenteils sieht man ja in Deutschland, dass viele Gegenflüchtlinge sind, dass die gar nicht wollen, dass die nach Deutschland kommen. Und wir haben so eine Art Grundpläne aufgestellt, die wir jetzt morgen Abgeordneten vorstellen. Was man genau wie machen könnte, erste Schritte, wenn die Asylanten ankommen, wie man mit denen umgeht, wie man denen am besten die Sprache beibringt, was man mit denen unternehmen kann, damit die auch Deutschland näher kennenlernen, dass sie sich aber auch nicht nur bei uns integrieren, sondern dass wir auch Respekt denen gegenüber zeigen und deren Kultur. Also, dass es ein gegenseitiges Geben und Nehmen von Kultur, Sprache lernen und halt neue Menschen und Sitten kennenlernen. Was erhofft ihr euch sonst noch von Jugendfrag nach? Dass das auch bei den Abgeordneten ankommt und irgendwie unsere Workshops auch Fuß fassen und irgendwie was bringen in den nächsten Jahren. Weil bei uns ist es ja so, wir sind ja hier, um auch wirklich was zu verändern. Und deswegen fand ich ja auch den Workshop Jungsein im MV sehr wichtig, weil es einfach auch von großer Bedeutung hat, dass wir Jugendliche auch nicht nur kritisieren, sondern auch gucken, dass wir auch was ändern können. Und das kann man am besten halt im Landtag machen, wenn wir gleich mit den Abgeordneten reden. Genau. So nach dem Motto, nicht nur sagen, sondern auch machen. Richtig. Ich bin Fabian und möchte heute gerne wissen, in was für einen Workshop Fabian ist. Also Fabian, in was für einen Workshop ist Ich habe Schule und Medien als Workshop. Wer betreut denn diesen Workshop? Ingolf und Katha. Ach so, und was habt ihr heute so behandelt? Wir haben darüber gesprochen, ob man Laptops in der Schule erlauben sollte und darüber halt die Bücher und so abschaffen sollte. Und was ist deine persönliche Meinung dazu? Ich würde es teilweise nehmen, weil so könnte man zum Beispiel auch Schreiben verlernen. Und wie handhabt deine Schule das denn so? Wir haben immer noch Bücher. Ach so. Fabian, bist du denn schon aufgeregt wegen morgen dem Gespräch mit den Politikern? Und mit welchen Politikern würdest du denn gerne reden? Oh, alle. Alle. Durchweg. Hat deine Schule denn überhaupt Laptops oder Computer sowas? Ja, wir haben 2 Computerräume in der Schule. Ach so, sind die relativ modern? Also nutzt ihr die auch so viel im Unterricht oder eher weniger oder... Ja, halt, wenn die Lehrer dazu, wenn wir da zu dem Fach was rausrecherchieren sollen. Okay, und wie ist das so? Also bei meiner Schule ist das halt so, dass man auch nichts vom Computer geschrieben abgeben darf. Das ist sofort eine 6. Wie ist das bei deiner Schule? Ja, genauso. Auch so. Findest du, das sollte geändert werden? Naja, es ist halt so, so könnte man das nicht nachweisen, ob man das selbst geschrieben hat oder vielleicht der große Bruder oder die große Schwester. Dürft ihr denn auch manchmal so Smartphones mit Internet und so im Unterricht benutzen? Nein, also ist gänzlich verboten, auch in den Pausen bei uns. Fabian, bist du denn schon aufgeregt wegen dem Gespräch morgen mit den Abgeordneten? Und hättest du irgendeinen speziellen Politiker, mit dem du gerne reden würdest, den du auch selber kennst und so? Aufgeregt ist vielleicht auch das falsche Wort, aber auf jeden Fall schon gespannt, wie die Ergebnisse sein werden. Und spezielle Politiker, mit denen ich gerne sprechen würde? Naja, wer, wenn nicht mit Herrn Brotkopf, unserem Bildungsminister? Fabian, ich bedanke mich auch für das aufschlussreiche Interview. Es hat Spaß gemacht und ich habe viel Neues gelernt. Dankeschön und Ihnen noch einen schönen Abend.